Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen und es ist soweit. Modul 21, Juwel des Nordens, ist live gegangen auf dem PC. Auf den Konsolen, es gibt noch keinen konkreten Termin, aber es wurde gesagt, Ende August soll es soweit sein, dass auch ihr Juwel des Nordens spielen könnt. Und in diesem Video, in diesem 00-Video, wollen wir uns einmal abseits des Barden anschauen, was das Modul noch so brachte. Unter anderem möchte ich auf ein Gerücht eingehen oder auf ein Problem eingehen, welches sich um die Rohastral-Diamanten aus den zufälligen Wartelisten dreht. Dort gibt es das Gerücht, dass man jetzt plötzlich als Nicht-VIP-Spieler bestraft wird und deswegen ist Neverwinter noch mehr Pay-to-Win, was nicht so ist, und das möchte ich euch erklären, aber das gucken wir uns alles nach und nach an. Am Ende gucken wir uns auch noch an, was in den neuen Schatzladen ist. Da habe ich mir ein paar von gekauft, die machen wir zusammen auf. Und naja, falls ihr irgendwie noch was davon nicht sehen wollt oder irgendwas davon nochmal anschauen wollt, findet ihr ja in der Videobeschreibung die Timestamps. Ihr findet auch in der Zeitleiste die verschiedenen Abschnitte und dort könnt ihr dann hin und her springen, wie ihr wollt. Es wird so sein, dass ich natürlich nicht auf alles im Detail eingehe. Ihr findet in der Videobeschreibung auch die Patchnotes auf Deutsch. Dort könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe durchlesen. Oder falls ich irgendetwas nur am Rande mal anspreche oder komplett ignoriere, weil ich es vielleicht nicht so wichtig finde. Ganz wichtig auch noch, bevor wir zu allem anderen kommen, geht zum Belohnungshändler oben in Protector's Enclave, denn dort gibt es einen, unter Promo, einen Gutschein. 50% Rabatt auf einen beliebigen Gegenstand im Neverwinter Zen-Markt. Und es ist noch nicht bekannt, wie lange dieser Gutschein da ist, deswegen holt euch den, solange ihr könnt. Den kann man nur einmal holen, wie ihr seht, und dann habt ihr ihn im Inventar und könnt ihn entsprechend dann für 15 Tage lang nutzen. Ihr habt also dann noch 15 Tage Zeit, euch zu überlegen, was ihr damit kauft. Holt euch den aber auf jeden Fall, denn es gibt ja doch so das ein oder andere, zum Beispiel, ja, ich sag mal, ein Gefährtenpaket zum Beispiel mit den Gefährten der Halle, was normalerweise 5000 Zen kostet. Das könnte man sich holen. Ansonsten gibt es noch so viele andere Möglichkeiten, die ihr euch holen könnt. Einen Gegenstand, das ist völlig egal, ihr könnt euch auch VIP holen für 6 Monate. Für 50% Rabatt. Es gibt, kauft euch irgendetwas, was wirklich teuer ist. Also VIP oder zum Beispiel die Gefährten der Halle oder irgendwas, aber macht es. 15 Tage habt ihr Zeit, irgendwie euch zu überlegen, was ihr damit holt. Macht es auf jeden Fall. Fangen wir mit dem Wichtigen an. Und zwar dieses Gerücht um die Rohastral-Diamanten. In den Patch Notes steht nämlich, dass man als Nicht-VIPler nur noch, in Anführungszeichen, und dieses nur noch steht halt nicht drin, das ist das Problem, es wird nur rein interpretiert, dass man als Nicht-VIPler 80.000 Rohastral-Diamanten am Tag als Cap hat aus den täglichen Boni der zufälligen Wartelisten. Die zufälligen Wartelisten wurden umsortiert, das vielleicht gleich mal weg, da sind wir schon mal, aber die wurden umsortiert. Es sind jetzt unterschiedliche Dungeons dort drinne, die zwar nicht immer identisch gleich schwer sind, aber von der Mechaniklastigkeit ähnlich sind. Natürlich sind die immer noch unterschiedlich schwer, das wird sich nicht verhindern lassen. Und bei diesen gibt es immer einen täglichen Bonus und dann entsprechend auch einen Rollenbonus. Und dieser tägliche Bonus, dieser ist begrenzt. Der war aber ja im Prinzip auch schon vorher mehr oder minder begrenzt, weil er nach dem ersten Mal laufen war der tägliche Bonus in zum Beispiel der Prüfungswarteliste dann für euch weg. Und ihr habt dann nur noch in den anderen Wartelisten einen täglichen Bonus bekommen können. Alles andere, was an Rohastral-Diamanten irgendwo herkommt, zum Beispiel aus dem Rollenbonus, aus Kisten am Ende des Dungeons, diese bleiben weiter bestehen, aus Quests, aus was auch immer, das bleibt alles bestehen. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass es diesen täglichen Bonus, der hat ein Cap und ihr könnt diesen mit allen Wartelisten so oft ihr wollt bestreiten und damit euch dieses Cap erarbeiten. Es wird auch nicht die Menge an Rohastral-Diamanten gesenkt, die ihr umwandeln könnt. Das sind weiterhin 100.000 Rohastral-Diamanten am Tag. Deswegen, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das wurde einfach nicht vernünftig von dem einen oder anderen kommuniziert, möchte ich sagen. Deswegen wollte ich da noch einmal mit aufräumen. Keine Sorge, es ist nicht mehr Pay-to-Win, als es vorher war. In meinen Augen ja sowieso so gut wie gar nicht. Es wird eher sogar leichter, an Rohastral-Diamanten zu kommen. Das ist das eine. Damit wollte ich gleich am Anfang schon mal aufräumen. Jetzt gucken wir uns an, was es noch so gibt. Es gibt ja wirklich eine ganze Menge. Und zwar gibt es momentan das Event Never Embers Rekrutierung. Unabhängig davon, ob ihr den Barden spielen wollt oder nicht. Es kann ja gut sein, dass der Barde für euch nichts ist. Tut mir persönlich dann wirklich sehr, sehr leid, weil sich jeder über eine neue Klasse gefreut hat. Und wer jetzt den Barden nicht so toll findet, hat jetzt das
Pech, dass er damit leben muss, dass es nicht dann sein Druiden oder was auch immer ihr euch vorgestellt habt, was Mönch, was Neverwinter noch gebraucht hätte, dass es nicht dabei ist. Aber selbst wenn ihr keinen Barden spielen wollt und ihr überlegt, vielleicht doch einen neuen Charakter anzufangen, ist jetzt die richtige Zeit. Denn während ihr mit diesem Charakter Abenteuer bestreitet, sammelt ihr Neverember-Anreize. Und diese Neverember-Anreize könnt ihr dann auf eurem ganzen Account verbrauchen, um euch besondere Belohnungen zu kaufen. Dafür müsst ihr hier drüben am Marktplatz der Sieben Sonnen zu diesem Händler gehen, zum Anreizhändler. Und dort könnt ihr dann diese Anreize austauschen gegen verschiedene besondere Belohnungen, wie zum Beispiel einen verstärkten, nimmervollen Beutel, der 42 Inventarplätze hat. Das lohnt sich doch, finde ich. Oder auch Gefährten, ein Reittier, beides auf Lila, Gefährtenaufwertungsmarken, Reittieraufwertungsmarken, Bonus auf Rohastraldiamanten, ne, wo wir gerade beim Thema Rohastraldiamanten sind, oder sehr wertvolle, teilweise sehr wertvolle Verzauberungssteine Rang 5, Veredelungs- und Verbesserungsmaterialien. Das könnt ihr euch alles holen. Deswegen lohnt es sich, wenn ihr jetzt überlegt, einen Charakter anzufangen, dann fangt jetzt an und vielleicht noch einen zweiten, je nachdem, wie es eure Zeit bereithält, dann könnt ihr dort ordentlich die Belohnung abstauben. Die ganzen Sachen, die ihr da bekommt, sind gebunden. Das heißt, ihr könnt sie nicht verkaufen, aber ihr könnt sie in eurem Charakter, in eurem Account, ich glaube, diesen Account gebunden. Gucken wir lieber nochmal nach, bevor ich was Falsches sage. Ich will hier nichts Falsches sagen. Ansonsten könnt ihr die aber auch, genau, sind Account gebunden. Das heißt, ihr könnt dann die auf den Charakter packen. Na, ihr macht einen neuen Charakter, holt euch damit die Anreize und nutzt dann für euren Main-Charakter diese Belohnungen. Also ihr müsst sie nicht mal groß spielen. Ihr könnt auch einfach nur für den Main-Charakter diese Belohnungen dort holen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr die Zeit dafür habt. So, das wollte ich kurz sagen. Das werde ich natürlich nutzen als Bardenspieler. Und was gibt es noch Wichtiges? Ihr werdet vielleicht merken, dass euer Charakter resettet wurde. Nicht komplett, keine Sorge, aber die Attributswerte wurden resettet. Eure Segen sind immer noch unversehrt, aber es wurde ja die Stufe gesenkt. Ne? Das ist, vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, aber was passiert ist, dass die Stufen, die Maximalstufe oder alle Stufen auf 20 runtergequetscht wurde. Es wurde nichts weggenommen, ihr seid nicht schwächer als vorher. Ihr seht auch hier, meinen Werten hat sich nichts verändert. Die sind immer noch genauso hoch. Ich habe genauso viel Gearscore wie vorher auch noch. Meine Werte sind immer identisch. Das Einzige, was sich verändert hat, ist die Zahl, die hier jetzt unten steht. Oder, ja, das ist das Einzige. Mehr hat sich nicht verändert. Eure Attribute könnt ihr ebenfalls dann dafür kostenlos neu verteilen. Und auch hier seht ihr, ihr verliert keine Attributspunkte. Hier wurden einfach die Stufen zusammengequetscht und auf neue Zahlen verteilt. Das müsst ihr natürlich noch machen. Nicht, dass euch da ein paar Punkte fehlen. Und damit verbunden ist auch natürlich das Berufesystem. Denn auch das Berufesystem war ja an das Levelsystem bis 80 gebunden. Und das wurde ebenfalls nicht irgendwie weggestrichen, sondern einfach nur gequetscht. Auf 20 Stufen hinuntergequetscht. Und im gleichen Zuge, ich kann das jetzt auch hier mal zeigen, nur dass ihr das seht. Da, ja, 20 ist das Maximum. Es gibt jetzt 1 bis 4, 5 bis 8, tralala, bis 20. In diesem Zuge wurde auch am Gear Score der verschiedenen Gegenstände, die man hier herstellen kann, ein bisschen gefeilt, sodass sie mehr mithalten können mit dem, was es im regulären Spiel gibt. Es wurde nichts super mächtig gemacht, dass es jetzt im absoluten Endcontent besser ist, als das, was es im normalen Spiel gibt. Aber es ist wahrscheinlicher, dass ihr etwas herstellen könnt, was mit dem normalen Gear mithalten kann. Also mit dem Level 18er Gear, hier zum Beispiel die Packklinge, die wird mit dem Level 18er Packklingen-Gegenstand aus dem regulären Questsystem mithalten können. Sowohl vom Gearscore wie von den Werten her. Ansonsten ist hier nichts teurer, nichts billiger geworden, es ist nichts verschwunden. Was aber dazu gekommen ist, ist, dass es jetzt auch neue meisterhafte Berufe geben wird. Ich werde euch die nicht zeigen können, denn ich habe vor langer Zeit den meisterhaften Berufen abgeschworen. Das ist mir zu teuer. Wobei, mal gucken, vielleicht lohnen sich die. Ich werde es mir vielleicht nochmal angucken. Gibt auf jeden Fall jetzt nämlich auch noch Meisterhaft 6 und 7 in der Gildenfestung. Und falls ihr da also entsprechend euch noch ein wenig die Zeit vertreiben möchtet in eurer Gilde, wo wir gerade beim Thema Gilden und Berufe sind. Ach, guck mal, was eine Überleitung heute. Das ist fantastisch. Es gab ja, oder es gibt ja in eurer Gilde, gibt es ja diese Schatzkarten, womit ihr besondere Materialien, Berufsmaterialien, euch sammeln könnt in verschiedenen Gebieten von Ferun, die teilweise auch sehr, sehr wertvoll sind, die man also auch sehr, sehr gut verkaufen kann. Und einige dieser Karten waren auf Gebiete gemünzt, die jetzt weggefallen sind. Also gab ja zum Beispiel Mount Hotono, ein sehr beliebtes Gebiet für Berufsmaterialiensammler. Diese Karten sind jetzt nicht hinfällig, sondern die wurden auf neue
Gebiete, ich habe jetzt natürlich gerade wieder keine, ist ja wieder gut, das Kaninchen ist wieder gut vorbereitet. Warte, ich teleportiere mich kurz mal in die Festung. Die wurden einfach auf andere Karten umgemünzt. Das heißt, solltet ihr noch Schriftrollen haben oder solltet ihr diese Berufsmaterialien brauchen, habt ihr sie nicht verloren. Sie werden nicht entfernt, sondern ihr müsst einfach auf eine neue Karte gehen. Und auch da nichts Schlimmes, keine Sorge. Wenn wir jetzt hier mal gucken, zum Beispiel Charanda hat neue, aber es gibt jetzt hier zum Beispiel im Icepire Peak oder im Abgrund. Die sind neu, die gab es vorher noch nicht. Und das sind jetzt hier, da seht ihr Abgrund, Ala und Salpeter Salmiak, das sind die, die es vorher im Mount Totenau gab. Keine Sorge also, ihr habt nichts verloren. Und es gibt drei neue Schatzkarten aus Charanda und dort sind die Gegenstände, die ihr benötigt, dann sehr wahrscheinlich für Meisterberufe 6 und 7. Und da könnt ihr dann euch noch ein bisschen, die Zeit verbringen. Wobei ich da sagen würde, wenn ihr das machen möchtet, müsst ihr jetzt wissen, die werden jetzt natürlich sehr teuer sein, weil sie selten sind. Falls ihr sie nutzen wollt und nicht verkaufen wollt, würde ich sagen, wartet. Denn es steht natürlich jetzt bald das Sommerfest an. Am 29. kommt das Sommerfest. Aber hier unten seht ihr schon, in einem Monat, am 26. August, beginnt doppelte Berufe erneut. Da bekommt ihr die Gegenstände, die ihr aus den Karten des Erkunders, das sind diese Schatzkarten, bekommt doppelt. Solltet ihr also diese Ressourcen wirklich nutzen wollen, wartet einen Monat und sammelt sie dann im doppelten Berufe-Event und nicht jetzt, weil jetzt wird es sich lohnen, sie zu verkaufen, aber nicht sie zu nutzen, dafür ist es einfach zu selten. Und am besten habt ihr dann auch noch eine Gilde, die den Gildensegen des Schatzjägers hat, auf Stufe 6 oder höher, dann bekommt ihr noch einmal doppelt so viel extra, also bis zu 4 Ressourcen aus einem dieser Ressourcenpunkte könnt ihr dann rausholen, wenn das doppelte Berufe-Event ist. So, das zum Thema Astraldiamanten. Charakter ist auf Stufe 20, Berufe, Karten von den Schatzladen und dann gibt es natürlich, ganz, ganz wichtig, das neue Questsystem. Es gibt keine Erfahrungspunkte mehr. Das ist vielleicht auch schon aufgefallen. Hier unten gibt es keinen Erfahrungspunkte-Balken mehr und hier ist jetzt so ein komischer anderer Balken. Euch wird auch aufgefallen sein, dass vielleicht die ein oder andere Verzauberung jetzt irgendwie ein bisschen anders ist, denn Erfahrungspunkte wurden komplett aus dem Spiel entfernt. Es gibt sie nicht mehr. Wenn ihr jetzt levelt, dann wird es so wie folgt sein, dass ihr Abenteuer bestreitet und dort gibt es Stufenaufstiegsabenteuer. Durch bestimmte Meilensteine, die ihr abschließt, indem ihr die Gebiete, die normalen Levelgebiete, wie sie vorher waren, bestreitet und dort besondere Dinge erreicht, also die normalen Quests, bestimmte Meilensteine erreicht, schaltet ihr diese Meilensteine frei und mit diesen Meilensteinen sind dann auch Level verbunden. Das heißt, ihr könnt euch nicht einfach hochfarmen, sondern für Heldentaten werdet ihr mit Level und entsprechenden Dingen belohnt, die sich dann zum einen eure besseren Werte, neue Skills und ähnliches, aber auch mit Gegenständen. Und diese Gegenstände lohnen sich. Da könnt ihr jetzt auch für die Charaktere, die jetzt schon länger existieren, müssen sich da auch keine Sorgen machen. Ihr verliert nichts, denn wie ihr seht, kann ich mir hier alles noch abholen. Ich habe meinen Charakter, der ist schon ganz schön alt, und trotzdem kann ich mir das alles abholen. Bei einigen habe ich schon alles. Da habe ich das komplette Abenteuer schon bestanden und kann jetzt hier mir die Belohnung abholen, dass ich hier zum Beispiel wundersame Gegenstände, eine Rüstung und 100.000 Rohastraldiamanten mir einmalig abholen kann. Dann kann ich einfach machen und bam, habe ich das alles bekommen. Und bei anderen fehlt noch ein bisschen was. Das ist auch kein Problem. Das sind meistens Einführungs- oder Beendigungsdialogquests bei den NPCs, die man noch durchführen muss. Und das ist kein Problem. Ihr seht, Ausbildungstag, das fehlt bei mir noch. Ich kann einfach auf Geschichte fortführen klicken und dann werde ich entsprechend zu diesem, jetzt sehe ich das natürlich nicht, weil ich in der falschen Karte bin, dann werde ich dorthin geleitet. Also, ihr könnt einfach, weiß nicht, das muss ich euch nicht zeigen, ihr findet den Zauberpfad schon, glaube ich, von alleine, so schlau seid ihr garantiert, ohne die Hilfe des Kaninchens. Aber ihr könnt hier entsprechend alle fehlenden Quests noch abschließen, ihr könnt euch die Belohnungen holen und die haben es teilweise wirklich in sich. Also hier sind es wieder Rohastraldiamanten, Steine der Gesundheit, hier ist eine Tasche mit drin für 42 Inventarplätze, die man einfach mal so mit Velosk, mit dem zweiten Abenteuergebiet geschenkt bekommt. In Eben Downs gibt es eine Fliegelschnecke, ein episches Reittier, was man einfach mal so bekommt. Dazu auch noch entsprechend ein Zaumzeug eurer Wahl, falls ihr also noch keins habt. Jetzt könnt ihr euch direkt eins holen. Dann gibt es hier auch noch einen lilanen Gefährten mit einem
mit drei Runensteinen eurer Wahl im Abgrund gibt es dann noch einmal Insignien, drei Insignien eurer Wahl für euer Reittier und eine vier Verzauberungen, also eine Verzauberung viermal. Ihr könnt euch vier Verzauberungen auswählen, wie ihr wollt, Rang 8. Und in den flüsternden Höhlen gibt es noch mal einen großen Batzen Rohrstrahl-Diamanten und eine Waffenverzauberung, falls ihr noch keine schöne habt. Oder wie bei mir geht es zum Beispiel so, mein Zweitcharakter, der hat noch nicht so wirklich die Waffenverzauberung. Der hat eine, die lag halt noch so rum und dann gebe ich dem halt die. Na, das ist halt, kann er sich die einfach holen. Das ist cool, jetzt könnt ihr euch mit jedem Charakter holen. Solltet ihr so zwei oder drei Charaktere holen haben, könnt ihr euch das alles abholen. Auch hier mit den Kampagnen, die jetzt zum Abenteuer geworden sind. Ne? Unterberg war ja eine Kampagne und da sagen jetzt einige, oh, das ist aber doof, da gab es doch Segen. Was ist denn jetzt damit? Auch da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr bekommt entsprechend die Segen trotzdem in den verschiedenen. Muss ich mal gerade gucken, dass ich das hier, wo das hier mit drin ist. Auf jeden Fall sind auch wieder Ausrüstungen. Wo kann ich das mal zeigen? Bei Elemental Evil waren, glaube ich, Segen bei jedem. Die waren auch am Ende, war ein Segen, ne? Ach, das Kaninchen ist mal wieder so gut vorbereitet. Ihr verliert auf jeden Fall. Ach, ich bin dumm. Ich kann das euch mit dem Charakter gar nicht zeigen, denn er hat die Segen ja schon alle. Aber ich kann euch das bei dem anderen Charakter zeigen. Ich kann euch das bei diesem Charakter zeigen, der hat die nämlich noch nicht. Und da seht ihr schon sofort, dass im Zwergenkönig sind hier die Segenspunkte mit als Belohnung mit drin. Ihr verliert also keine Segenspunkte, nur weil es jetzt Abenteuer sind und keine Kampagne mehr ist. Bei den Kampagnen hat sich nicht groß etwas geändert, da läuft das so, wie es auch schon vorher war. Der einzige große Unterschied ist in Tyranny of Dragon. Tyranny of Dragon ist jetzt deutlich verkürzt. Also man hat alles rausgenommen, was irgendwie Überschneidungen mit anderen Gebieten, mit anderen Geschichten hatte, was ich persönlich sehr schade finde, hatte ich aber in einem anderen Video schon gesagt, dass das etwas ist, was ich nicht gut finde. Gerade Tyranny of Dragon, eine der ersten großen Kampagnen, eigentlich die zweite große Kampagne, die rauskam, die durch diese Verflechtung eigentlich auch gelebt hat, dass die ganzen Geschehnisse, die in und um Neverwinter herum passieren, genutzt werden von anderen bösen Gestalten, die dann ihr eigenes Machwerk machen wollen. Und es ist leider jetzt nicht mehr ganz so schön zu erfahren. Aber nun ja, man kann es, wird es bestimmt schlecht finden. Also ich bin da nicht der Einzige, der es schlecht findet, das weiß ich. Aber ihr verliert auf jeden Fall keine Gearscore oder Ausrüstung oder ähnliches. Jetzt mag es natürlich einige geben, die zu Recht sagen, oh, das ist ja doof, dass es keine Erfahrungspunkte mehr gibt, weil ich habe ja ab Level 80 irgendwann auch diese Pseudo-Level-Ups immer wieder bekommen für das Absolvieren von Quests oder das Töten von Gegnern. Und dann habe ich immer Rohrstrahl-Diamanten ein paar bekommen und auch Veredelungspunkte. Das ist ja schade, dann gibt es das ja nicht mehr. Ja, aber dafür gibt es jetzt Fortschritt. Das ist der Balken hier unter meinen Lebenspunkten oben links. Und ihr seht, Fortschritt zur nächsten Belohnung 1%. Einfach dafür, dass ich weiter meinen Heldenalltag nachgehe, bekomme ich Fortschritt zur nächsten Belohnung. Und diese Belohnung, das ist eine Tasche, so wie ähnlich wie Yumas Beutel aus Valenhas. Und da kann, genauso wie bei Yumas Beutel, ganz Verschiedenes drin sein. Unter anderem mit viel Glück kann dort auch seltene Gefährten oder Reittiere oder auch Schutz der Verschmelzung im Blau drin sein. Natürlich nicht super häufig und alles gebunden, wie bei Yumas Beutel ebenfalls, aber viel nützlicher als die 200 bis 1000 Rohastral-Diamanten und die 1000 Veredelungspunkte, die es vorher gab. Wie gesagt, es wird nicht so sein, dass ihr bei jedem Mal gleich irgendwie einen blauen Schutz der Verschmelzung bekommt, aber die Chance ist halt da und das ist viel cooler als vorher, finde ich. Und dann wurde noch etwas eingebaut, was ihr ab jetzt machen könnt, aber was ihr nicht sofort machen müsst. Und zwar könnt ihr nämlich eure Insignien jetzt bis auf mystisch aufwerten. Da hat auch im Interview von Silvery mit Jared, dem Dev, der Dev bestätigt, das ist nichts, was jetzt zwingend sofort passieren muss. Lasst euch da ruhig Zeit. Es gibt ja mit Modul 21 kein Content, kein Dungeon oder irgendetwas, wo ihr jetzt sofort Gearscore braucht oder Werte braucht. Das ist etwas, worauf ihr hinarbeiten könnt. Ihr könnt jetzt aber eure legendären Insignien auf mystisch aufwerten. Dafür benötigt ihr 2500 Insignienpulver, also immer das Fünffache von dem vorherigen Upgrade-Schritt. Aber wenn ihr diese habt, könnt ihr das auf mystisch aufwerten. Ihr seht, der Wert wird entsprechend mehr als verdoppelt auf legendär 300 Kraft und 160 kombinierte Werte. Hier sind es 750 Kraft und 400 kombinierte Werte. Das ist also nochmal ein ordentlicher Werteboost.
Jetzt sagt ihr natürlich, oh Gott, so viele Insignienpulver, wo soll man das dann alles herbekommen? Auch da keine Sorge, es wird in Zukunft, vielleicht auch jetzt demnächst, vielleicht auch schon ab jetzt, ich weiß es nicht, ich habe nichts darüber gelesen, es soll aber in der nahen Zukunft so sein, dass man epische Insignien auch von Monstern droppen kann und häufiger aus Truhen bekommt und dort vielleicht sogar irgendwann in naher bis mittelfristiger Zukunft legendäre und auch legendäre Insignien aus den Truhen bekommen soll. Das wird natürlich, wie gesagt, noch nicht ab jetzt sein, aber es wird bald soweit sein und dann kommt man natürlich noch leichter an dieses Insignienpulver. Das ist aber nicht, was ihr jetzt, heute oder morgen sofort fertig haben müsst. Das ist nicht so gewollt und deswegen nehmt euch die Zeit, lasst euch die Zeit. Es dauert ein bisschen, bis wieder neuer Content kommt, wo ihr das wirklich braucht. Es ist vermutlich, also mit Modul 22 soll auf jeden Fall neuer Content kommen. Und dazwischen wird es vermutlich auch noch ein Event geben, was so ein kleines Neben-Content-Ding mitbringt. Schauen wir mal. Gibt's noch nichts Genaues? Weiß man nicht. Aber wir schauen. Wir lassen uns überraschen. Damit sind wir im Prinzip durch alles Größere durch, was ich so als wirklich wichtig empfinde. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Kleinigkeiten, die den einen oder anderen mehr interessieren als den anderen. Deswegen guckt euch die Patch Notes an in der Videobeschreibung. Da sind auch solche Sachen drin, dass sie jetzt zum Beispiel das Buffwood noch mehr angeglichen haben, dass es jetzt wirklich auch nur noch die Sorte, die neue Sorte gibt und nicht mehr die alte. Die alte werdet ihr nicht verlieren, keine Sorge, die wird euch nicht genommen. Falls ihr also noch zum Beispiel Wassermelonen-Sorbet habt aus der alten Zeit, alte Zeit, ihr habt das weiterhin. Da in dem Bezug vielleicht noch einmal den Hinweis, das neue und die alte Version dieses Buffwoods heißen identisch, sehen identisch aus und beide lassen sich im Auktionsmarkt handeln. Achtet genau darauf, wenn ihr im Auktionshaus so etwas kauft, welches Wassermelonen-Sorbet dort angeboten wird. Denn es wird natürlich unterschiedliche Preise haben. Also geht mit der Maus da entsprechend drüber und schaut, ist es das mit 5% oder ist es das mit 10%. Das mit 10% ist deutlich teurer. Und wenn ihr das verkaufen wollt, achtet darauf, dass ihr den Preis für die 10% nehmt und nicht den von den 5% Preisen. Gut, damit sind wir aber in diesem Punkt am Ende. Wie gesagt, der Barde, der wird ab morgen dann, wenn neue Folgen kommen, wo wir zusammen als Bardentruppe Ferun besingen und beglücken. Und eine Sache gibt es natürlich noch und das ist die Schatzlade der Gerechtigkeit. Da wurde es gerade aufgeploppt. Es gibt eine neue Schatzlade. Das ist jene, die Schatzlade der Gerechtigkeit mit so unfassbar tollem Inhalt. Also wirklich, der, vielleicht nochmal an der Stelle, die Schatzladen, die es in letzter Zeit gibt, sind alle identisch von der Wertigkeit. Finde ich eine fantastische Sache, denn es gibt immer in jeder Schatzlade ein mystisches Reittier, ein legendäres Reittier, einen epischen Gefährten und dann epische Insignien, Verzauberungen, Alexandrite und Tabluge Handelsbaren bis 1000 Stück. Auch da gab es ein bisschen Verwirrung durch die Patch Notes. Da waren nur bis 500 angezeigt, aber es gibt bis 1000 und dann hier entsprechend auch Würfel der Verstärkung etc. pp. Das ist bei jeder der letzten Schatzladen der Fall. Hier astrale Schatz. Na, das ist kein. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist nicht. So, nehmen wir die. Verzauberte Schatzlade. Wieder genauso mystisches Reittier, legendäres Reittier, epischer Gefährte, epische Insignie. Da gab es ein Jadeit, okay, aber das ist der einzige Unterschied und dann trotzdem, der Rest ist hundertprozentig identisch. Das bedeutet, falls ihr also sagt, okay, die Reittiere oder der Gefährte, der rockt mich jetzt nicht so, ich fand die von der vorherigen schon besser, dann macht gerne die weiter auf. Das ist kein Problem, ihr habt keinen Verlust. Nicht so, wie es früher einmal war, dass die Schatzladen, die alten Schatzladen, viel schlechter wertig waren und einfach wirklich lächerlichen Müll angeboten haben. Das ist jetzt nicht der Fall. Alle haben den gleichen Wert. Aber es gibt einen edlen Pegasus mit Rüstung, der euch trägt, der euch Wahrnehmung und Zielgenauigkeit bringt und die Kampfkraft ist auch ziemlich cool. Ihr werdet nämlich hier entsprechend Schaden zufügen, die Gruppe wird gestärkt und das richtig Tolle ist, das finde ich wirklich fantastisch, mit dem Baden haben sie das ja jetzt auch schon angefangen, es gibt rollenspezifische Boni. Es ist nicht mehr allgemein, kriegen alle das Gleiche, sondern das, was die Klasse braucht oder die Rolle braucht, wird verstärkt. Wehrhaftigkeit braucht jeder, das ist ganz klar. Und dann Damage-Healer machen mehr Schaden, Tanks halten mehr Schaden aus und Heiler machen 15% mehr gewirkte Heilung. Ich glaube, dieses Reittier wird jetzt in jedem großen Dungeon dabei sein. Das ist zu gut. Das ist zu gut, das muss damit rein. Oh, das sieht fantastisch aus. Das zweite, das legendäre Reittier ist ein normaler Pegasus ohne Rüstung, aber mit genau den gleichen Werten.
Also die gleichen Ausrüstungs- und Kampfkräfte sind dabei. Heißt also, falls ihr lieber eins ohne Rüstung möchtet, was genauso, also was ebenfalls sehr cool aussieht, könnt ihr das machen. Es hat genau den gleichen Bonus. Wirklich genau den gleichen. 15, 15, 15, 15. Und dann vielleicht sogar noch besser, es gibt Minsk als Gefährten, der euch mit seinem getreuen, miniaturisierten Riesenweltraumhamster Bo begleitet und dem bösen ordentlichen Hintertritt. Ich hoffe, dass er auch wirklich seine Dialoge dabei hat. Und die sind so toll. Ich hoffe, dass er mit Bo redet. Ah, das wäre so toll. Diesen Gefährten könnt ihr ebenfalls dabei haben. Und er hat einen sehr interessanten Bonus, denn er erhöht den Schaden, den ihr macht, abhängig davon, wie höher sein Rang ist. Also je gefährlicher ein Feind ist. Das heißt, diese Rangstufe des Feindes, die entscheidet, wie viel mehr Schaden ihr gegen diesen Feind macht. Für Bosskämpfe vielleicht auch etwas, was man beachten sollte. Ansonsten, der Rest ist übliches Kladderadatsch. Ich habe 27 Schlüssel, wir machen 27 Schatzladen auf und dann hoffen wir mal, ich möchte einen Pegasus, ich möchte Minsk, kaufe ich mir zur Not auch so. Los geht's! Drückt mir die Pfoten, drückt mir eure Daumen, Flossen, Flügel, was auch immer eure vorderen Extremitäten sind. Los geht's! Handelsbaren kann man auch immer nutzen. Es gibt garantiert auch bald wieder ein Event, bei dem es Rabatt im Tabaluga Handelsbarenladen gibt. Und dort kann man immer Gefährtenaufwertungsmarken und Reittieraufwertungsmarken brauchen. Gerade, wenn man jetzt vielleicht einen neuen Charakter macht, den man dann auch spielen möchte. Zum Beispiel im Baden, dann braucht man eh wieder Reittier- und Gefährtenaufwertungsmarken. Und deswegen schadet es nicht, wenn man gut Tabaluga Handelsbaren bekommt. Woo! Ich habe einen Pegasus! Ich habe einen Pegasus! Yes! Da vielleicht noch eine Info für die, die es nicht wissen. Sowohl in dieser Schatzlade wie auch in den vorherigen Schatzladen ist es so, dass die Reittiere immer account-wide sind. Das bedeutet, ich habe den jetzt mit diesem Charakter freigeschaltet, würde den jetzt natürlich binden können, also ausrüsten können. Und dann kann ich in dem Hauptmenü gibt es Schätze einfordern. Oder ihr geht zum Belohnungsagenten im Protectors Enclave und dort könnt ihr euch dann alle Reittiere, die ihr mit einem der, also alle countweiten Reittiere mit jedem Charakter abholen, kostenlos. Ohne, dass ihr irgendwie nochmal was bezahlen müsst. Ihr könnt euch das Reittier dort holen, mit jedem Charakter und auch mit neuen Charakteren. Wenn ihr also danach erst einen Charakter erstellt, könnt ihr den trotzdem dort entsprechend abholen, wenn ihr es möchtet. Sehr schön, dann machen wir weiter. 19 Schlüssel haben wir noch. Vielleicht kriegen wir doch Minsk. Ach, das wäre ja fantastisch. Oder sagt das noch? Guck mal, da kommt dieses Bo, der auf dem Schwert steht. Fantastisch. Ich meine, Minsk muss Minsk heißen. Bo wäre als reiner Begleiter auch geil. Geil. Yay, das lohnt sich. Wir haben noch Schlüssel. Wir haben noch 5. Wir sind noch nicht bei der Hälfte. Ah, ich meine, so viel Glück, wie ich jetzt schon hatte. Ich glaube, jetzt kommt nur noch der übliche, auch jetzt nicht schlechte Kram. Ich meine, Verzauberungen werde ich für den neuen Charakter brauchen. Tabaluga Handelsbaren, wie gesagt, kann man auch immer gebrauchen. Und die Gutscheine für die Festung sind auch immer schön. Jetzt sollte man vielleicht auch nochmal gucken, ob man die aufhebt, bis wieder ein Event ist mit doppelten Gildenmalen. Auf der anderen Seite ist es jetzt vielleicht auch eine gute Möglichkeit, an Gildenmale zu kommen für die neuen Schatzkarten in Charanda, die ihr haben möchtet, um euch die neuen Berufsmaterialien für die Meisterhandwerke zu holen. Und noch 3. Noch 2. Noch einen. Und das war's. Das sind alle Schlüssel gewesen. Immerhin Minsk und ein Pegasus. Einfach aus Spaß möchte ich mal ganz kurz gucken, was die wert sind. Hohoho, 1,8 Millionen Astraldiamanten noch. Und Minsk auch 1,4 Millionen. Holla die Waldfee. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das hat sich doch wirklich gelohnt. Das hat sich doch wirklich gelohnt. Die werde ich auf jeden Fall auch benutzen. Das machen wir sofort. Und Minsk werden wir ebenfalls binden. Und der wird natürlich Minsk heißen. Kein anderer Name ist genug für diesen fantastischen Gefährten, der uns jetzt auch begleiten wird. Seid bereit, böse Kreaturen!
Gerechtigkeit ist im Anmarsch und sie ist pelzig. Wie süß! Und sie ist pelzig. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich bin happy. Ich bin happy. Sehr, 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 sehr schön. Das dafür, allein für diesen Spruch hat es sich gelohnt. Tut mir leid, schweres Inferno, Nacht, Mar. Aber wir haben jetzt einen Pegasus. Muss mir ein Aussehen noch wieder ändern. Da muss ich mir was überlegen, was zum Pegasus passt. Naja, da fällt mir schon noch was ein. Aber das ist im Endeffekt... Hübsch, hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Wäre cool, wenn er wirklich fliegen könnte. Warum haben sie das nicht gemacht? Ich meine, sie haben doch das Schweben schon eingebaut bei Tensas Scheibe und beim Teppich. Aber naja, ist auch schick. Wäre cool, wenn er fliegen könnte. Wenigstens ein bisschen flattern oder so. Egal. Darum soll es gar nicht gehen. Das ist im Endeffekt alles Wichtige, was es zu dem neuen Modul 21 zu sagen gibt, ohne den Barden. Den gucken wir uns, wie gesagt, noch an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ich noch was vergessen habe, falls ihr sagt, oh, das und das, das finde ich aber wichtig, das sollte man nochmal erwähnt werden, oder falls ihr noch mir ein paar Tipps oder anderen ein paar Tipps geben wollt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr Fragen habt, einfach rein und dann beantworten wir die gemeinsam als Community. Und mich würde natürlich auch interessieren, ob ihr auch ein bisschen Glück hattet und Minsk oder ein Pegasus bekommen habt. Schreibt mir das auch in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.